Es begann in den arabischen Ländern Nordafrikas und es war wie ein Aufschrei. Die Jugend der Welt ging auf die Straße. Protest gegen Diktatur, Ungerechtigkeit, verbaute Zukunft. Empört euch! Der Aufstand der Jungen heißt die Sendung heute und wir fragen, mit uns zieht die neue Zeit? Meine Gäste sind Claudia Keeth, sie ist 25 Jahre alt, studiert Kulturanthropologie und Soziologie und gehört zu den Initiatoren von Occupy Frankfurt. Sie sagt, angesichts des perfiden Bankensystems ist ziviler Ungehorsam unumgänglich. Christopher Lauer, er ist 27 und studiert Kultur und Technik an der FU hier in Berlin. Und er sitzt als Politiker für die Piraten im Abgeordnetenhaus von Berlin. Er sagt nach 100 Tagen, was macht die Piratenpartei da eigentlich? Ja. Julia Friedrichs ist 32 Jahre alt, ist Journalistin, Autorin. 2008 schrieb sie den Bestseller Gestatten Elite. Ihr neues Buch heißt Ideale auf der Suche nach dem, was zählt. Sie sagt, es meldet sich die Sorge, dass die Welt da draußen nicht in Ordnung sein könnte. Peter Schneider, er ist 71, Schriftsteller. Sein Lenz war das Kultbuch, 1973 das Kultbuch einer ganzen Generation. Nach seiner Rede Politik und Gewalt, 1967 im Audi Max der FU hier, hat er das Sit-in erfunden. Und er schreibt in seinem Buch Rebellion und Wahn, es war wie ein Rausch, ein Gruppenkonsens, der die Macht über ein Individuum gewinnt. Hamid Abdel Samad, er ist 39, in Gizeh bei Kairo geboren, studierte Politikwissenschaft und Geschichte in Deutschland, ist Wissenschaftler und Autor. In seinem Buch, in seinem neuen Buch Krieg oder Frieden, prophezeit er den Untergang der islamischen Welt. Herr Hamid Samad, war der Aufstand in Tunesien, in Ägypten sozusagen wie ein Funke, der das Ganze, diesen Weltprotest zum Glühen gebracht hat? Wie würden Sie das einschätzen? Ja, ich glaube, kurz vor dem 11. September waren wir in einer ähnlichen Situation in der Welt, wo die jungen Menschen nicht nur in Nordafrika, sondern auch überall. 11. September 2001. 2001, ja. Genau. Da war die Welt eigentlich auf so eine Jugendrevolte vorbereitet. Alle Zutaten waren da, aber durch den 11. September wurde das, glaube ich, 10 Jahre lang hinaus verzögert. Und dann kam das in dieser Intensität. Es war ein Aufschrei gegen eine Form der Diktatur und das inspirierte sicherlich auch viele andere Protestbewegungen gegen die anderen Formen der Diktatur. Es geht nicht nur um diese physische Diktatur als eine Person, sondern es gibt auch die wirtschaftliche Diktatur, die soziale Diktatur. Mhm. Bevormundung hat viele Formen und ich glaube, die jungen Menschen, die auf der Straße überall auf der Welt gehen, versuchen gegen diese Formen der Bevormundung vorzugehen. Frau Friedrich, Sie haben ein Buch geschrieben, Ideale. Wie kamen Sie dazu? Denken Sie, haben Sie vielleicht das tatsächlich gegen die Diktatur für mehr Gerechtigkeit, dass das tatsächlich so wie ein Sturm durch die Welt geht? Also ich glaube, mein Buch ist ein deutsches Buch, auch über die deutsche Jugend. Und ich glaube, da unterscheidet sich eben noch sehr, sehr viel von den Protesten, die wir gerade gesehen haben. Ich war bei meiner letzten Recherche eben an den Eliteschulen, an den Kaderschmieden dieses Landes. Und ich habe da 20, 30-Jährige getroffen, die mit einer unglaublichen Energie nach oben wollten, die Karriere machen wollten, die mir gesagt haben, wir wollen in 30 Jahren die sein, die das Land mitbestimmen. Und die mir aber auf die Frage, warum sie das tun, wofür sie stehen, was sie wirklich antreibt, gar nicht sagen konnten. Mich hat das damals sehr, sehr beunruhigt. Ich glaube aber, dass das symptomatisch ist für eine Generation, die trotz allem, was es an, gerade in Deutschland, was es eben an Gegenbeispielen jetzt gibt, Occupy, auch die Piraten, glaube ich, dass die Mehrheit der jungen Deutschen eine durch und durch immer noch pragmatische Generation ist. Das sagen ja auch alle Jugendstudien. Und auch bei mir war das so, dass ich gedacht habe, ich bin eher pragmatisch. Es gab nichts, wofür ich gesagt habe, dafür brenne ich. Ich war von einigen Vorbildern sehr enttäuscht. Und ich habe aber gemerkt, dass ich diesen Pragmatismus für nicht mehr ausreichend hielt. Dass ich gedacht habe, es muss irgendwas passieren. Ne? Und ich bin deshalb losgereist durchs Land 1,5 Jahre und habe halt geschaut, was kann eigentlich stattdessen kommen. Ja, der Jens Biski in der Süddeutschen hat ja das so schön geschrieben, Julia Friedrichs sucht eine Art Moral-Flatrate. Fanden Sie das gemein oder stimmt das so, dass man
Ich glaube, das stimmt. Das stimmt nicht. Ich habe versucht, eine andere Form des Idealismus zu oder einen anderen Zugang zum Idealismus zu finden, als den sicherlich viele 68er zum Beispiel gesucht haben. Ich habe gemerkt, dass ich eine sehr große Skepsis dem ganz großen Wurf gegenüber habe, weil ich dachte, da kann ich jetzt nicht sofort mich anschließen und dann mache ich gar nichts, wenn ich darauf warte. Und ich habe auch Günter Grass getroffen bei der Recherche und der hat eben gesagt, es gibt den Idealismus auch der kleinen Schritte, der kleinen Maßnahmen. Er hat als Beispiel die Schnecke genannt, die langsam vorankommt, aber die kommt auch voran. Und das war ein Modell, wo ich gesagt habe, damit kann ich leben. Und ich habe dann eben angefangen, Listen mit kleinen Verbesserungsmaßnahmen zu schreiben, die ich aber versuche, und das klappt auch ganz gut, dafür konsequent durchzuhalten. Und wenn man das als Moral-Flatrate verniedlichen will. Da steht auf dieser To-Do-Liste steht auch drin, auch mal wieder demonstrieren. Ja, das hat super geklappt. Ich war auch viermal bei den Protesten der Occupy-Bewegung jetzt. Okay, pragmatische Jugend. Aber eine Jugend, die Ideale hat. Was ist die Occupy-Bewegung? Also ich glaube, dass es wichtig ist, da immer dazu zu sagen, dass Menschen, die vor der Kamera stehen oder generell in der Presse auftauchen, dass das Individuen sind, die erstmal auch nur für sich selbst sprechen können. Wir haben eine sehr junge Bewegung da. Jung nicht in der Hinsicht, dass wir alle nur 20, 30 Jahre alt sind. Wir haben das ganze Spektrum an Altersstufen ist da vertreten, wirklich stark vertreten. Auch die 50, 60, 70-Jährigen sind dort sehr aktiv. Ja, ja, aber das Thema Pragmatismus, das finde ich ganz interessant. Wir im Camp haben einen ganz starken Pragmatismus. Also wir sind ganz pragmatischen oder ganz basalen Problemen ausgesetzt. Also wie kriegen wir unseren Strom bezahlt, unser Wasser, wie kriegen wir genug Essen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, einem Ideal zu folgen, ist da eben auch, steht auch auf der Tagesordnung, das, was uns eben überhaupt erst dorthin gebracht hat. Aber was ist das, ein Protestcamp? Das sind Zelte, die stehen in Frankfurt vor den Bankhäusern und da leben sie auch. Auch sie übernachten dort. Sie leben sozusagen in den. Und was soll es bewirken? Was soll es bewirken? Also neben der großen Protestaktion der Zehntausenden auf dem Tahrirplatz oder aber auch in anderen Städten Nordafrikas sind es relativ wenige. Ist es diese Präsenz? Also wir lassen uns nicht einfach hier wegschicken, sondern wir haben tatsächlich hier zu bleiben. Also was soll es bewegen? Da glaube ich, würde auch jeder, der dort ist, der sich dort einbringt oder dort schläft, der würde da was Abweichendes wahrscheinlich formulieren. Mein Anliegen ist es, wie du gesagt hast, nicht eben einen großen Wurf zu schreiben und dann möglichst viele dazu zu bringen, den zu unterschreiben. Diese Versuche hatten wir im Camp, dass jemand mit einem großen Pamphlet kam und die Assemblée gebeten hat, also die Vollversammlung, bitte jetzt tragt es mit, wir bringen das in die Welt. Ich glaube, es geht eben darum nicht mehr. Wir hatten zu viele große Entwürfe, wo die Menschen nicht mehr mitkommen, wo die Menschen das Gefühl haben, das passt irgendwie gar nicht so zu meinem Lebensentwurf. Und ich finde, es ist an der Zeit, eben die Menschen zu einem Punkt zu bringen, dass sie selbst sagen, ich entscheide mit. Weil was ist eine Gesellschaft, in der eben nur gewisse Eliten sagen, ich möchte jetzt dieses Land bestimmen? Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der wirklich alle mitentscheiden und das mittragen. Ja, das gerade eine große Idee ist, also eine Gesellschaft, in der jeder mitmachen, das ist ja eigentlich ein ganz großes Ideal. Bei Occupy heißt es ja, wir sind 99%. Bei der Piratenpartei waren es fast 9% zur Wahl zum Abgeordnetenhaus. Ja. War das vorherzusehen? Oder hat man das Gefühl, also sie ist ja noch nicht so lange gegründet. Also wir haben selber noch an dem Samstag vor der Wahl in der Berliner U-Bahn plakatiert, da gibt es immer dieses Werbefernsehen, haben wir selber geschrieben, vertraue keiner Umfrage, wähle selbst, weil es gab ja eine Umfrage, wo wir 9% hatten. Das war nicht abzusehen, aber in diesem Moment, wo wir in den Umfragen zum ersten Mal bei 4,5% waren, da war auf jeden Fall bei uns schon so das Gefühl, okay, es gibt eine realistische Chance. Aber andere und auch ich, wir haben halt immer gesagt, so hier Kinder, ne, wird am 18. gewählt und jetzt müssen wir halt einen guten Straßenwahlkampf machen, um die Leute zu überzeugen. Mhm. Ja. Das hat ja dann auch funktioniert. Hat funktioniert. Ist das jetzt schon, seitdem Sie im Parlament sind, hat sich da schon etwas verändert? Es gab natürlich die Streitereien, wer wird Fraktionsvorsitzender, um die
Um die Räume wurde gestritten. Ja. Also sind Sie jetzt sozusagen in der Nicht-Protestpolitik angekommen? Ich denke, erstens, diese Streitereien, die wir haben, das ist Killefit. Das gibt es bei anderen auch. Und was halt wichtig ist, ist, dass wir uns halt schon streiten und am Ende aber in der Sache auch im Plenum und in den Ausschüssen jetzt ordentliche Arbeit machen. Ja. Ich denke, da muss man auch mal ganz klar trennen. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass wir das jetzt seit dem 18. mit unserer Forderung nach Transparenz eigentlich ganz gut durchhalten, dass wir natürlich auch unsere Erfahrungen damit machen, dass wir versuchen, so viel wie möglich öffentlich zu machen, so viel wie möglich auch ins Internet zu stellen und dort abrufbar zu machen. Und was ich interessant finde, ist, dass bis jetzt eigentlich noch nicht die Frage an die anderen Parteien gestellt worden ist. Entschuldigung, da versuchen jetzt einige das redlich zu probieren. Warum reagiert ihr darauf nicht? Also wir tun da ja kein Teufelszeug. Und ist die Piratenpartei eine Protestpartei? Also es wird uns ja unterstellt, wir werden vor allen Dingen von Protestwählern gewählt. Ich glaube, es wird einfach eine Hoffnung mit uns verbunden. Mhm. Und zwar, und da würde ich dann widersprechen wollen, eben nämlich tatsächlich mit dem großen Wurf. Nicht dahingehend, dass die Piratenpartei sagt, in 20 Jahren ist alles besser, aber dass sich dort tatsächlich jetzt nochmal eine Generation von Menschen aufmacht, die ein positives Bild von der Zukunft haben möchte, die eben nicht in der Dauerkrise leben möchte, mit der wir ja im Grunde genommen auch so, ich bin 84 geboren, ich bin quasi mit der Dauerkrise sozialisiert. Ja? Also es gab immer nur Krise. Und wir sagen einfach, nee, wenn wir folgende Dinge in der Politik ändern, also sowohl wie sich Politik verhält, aber auch das Programm, dann haben wir die Hoffnung, dass sich daraus eine lebenswertere Gesellschaft entwickelt. Aber war die Piratenpartei nicht irgendwie frühzeitig erfolgreich, um das zu erreichen? Also die Tatsache, dass Sie jetzt in der Politik mittendrin sitzen und nicht außerparlamentarische Opposition sind, wie können Sie das in der Gesellschaft mitgestalten? Haben Sie nicht die Angst, von der Politik jetzt vereinnahmt zu werden und dann irgendwann wieder bei Mainstream zu landen? Ich glaube, die Piratenpartei wird wahrscheinlich, wenn wir nicht Acht geben, in 20, 30 Jahren sicher im politischen Mainstream landen. Die Leute, die jetzt geboren werden, die Leute, die jetzt eingeschult werden, werden sich dann mit ihrem Thema aufmachen. Und von dem Thema werde wahrscheinlich ich dann keine Ahnung haben und sagen, Spaßpartei oder sonst irgendwas. Was wichtig ist, und das ist eine Diskussion, die wird seltenst geführt, was sind eigentlich die Qualitäten, die ich an so Politiker haben möchte, also realistisch. Und wie selbstkritisch müssen die eigentlich mit sich selbst sein im Politikbetrieb? Wenn wir selbstkritisch sind, können wir, glaube ich, das, was im Moment ist, lange genug aufrechthalten. Peter Schneider, wir sind die Veteranen hier. Gleichen sich die Bewegungen, also diese weltweiten Bewegungen, die wir jetzt dieses Jahr erlebt haben, mit unserer, und das hieß ja damals Studentenbewegung, ne, oder 68er Bewegung, oder gibt es da ganz gravierende Unterschiede? Beides. Also es gibt Ähnlichkeiten, es gibt diesen Protest, diesen Aufruhr, die Bereitschaft, auch den Körper einzusetzen, nicht unbedingt mit Gewalt, sondern einfach auf die Straße zu gehen oder zu zelten und sagen, das gehört zu meinem Protest. Es gibt aber auch, und die Signal war ja damals übrigens weltweit, nicht? Wir haben damals schon spekuliert, da gab es ja noch kein Farbfernsehen. Ist es einfach die Fahne, die man da überall sieht, ob sie rot oder schwarz war, war nicht zu erkennen. Aber den Protest gab es ja den sogenannten Protest gab es in China, den wirklichen gab es in der damaligen Tschechischen Republik, in der CSSR und in Polen. Es fing ja schon an mit den polnischen Protesten, aber eben auch in den USA, in Westeuropa und so weiter. Was mir heute auffällt, ist, also ich glaube, dieses Jahr wird man mal, vor allem wegen dem arabischen Frühling, wird man mal ähnlich gewichten wie das Jahr 1989. Das ist ein ganz großes, wichtiges Jahr und jetzt schreiben es schon alle wieder runter. Die Wirtschaft funktioniert nicht in Ägypten, die Islamisten werden gewählt und so weiter. Und das finde ich auch alles sehr bedauerlich. Aber man muss auch sagen, es ist noch bei keiner Revolution anders gewesen. Revolutionen brauchen einen langen Lauf, bevor sich sozusagen die Hoffnungen, die sich mit ihnen verbinden, dann auch umsetzen. Und wenn man mal bedenkt, also wie lange hat es alleine mit dieser Revolte in der Deutschen Demokratischen Republik gedauert, bis da auf irgendetwas wurde. Ja. Und immer noch haben wir die Neonazis, die doch hauptsächlich natürlich im Osten sitzen. Also, und ich wollte noch einen Unterschied kenntlich machen, der sehr wichtig ist.
Ich halte inzwischen Revolution eigentlich für das ungünstigste Mittel, eine Veränderung herzustellen. Das sagt der alte Peter Schneider. Warum? Weil man muss tatsächlich alle alten Strukturen umstürzen, die Leute rausschmeißen, die für das alte System gestanden haben. Und es ist wahnsinnig schwer zu verhindern, dass nicht neue Diktatoren, Elite-Institutionen die Macht an sich reißen. Viel besser ist es, so ein Protest, wie wir ihn gemacht haben, ihr ihn macht. Wir haben ihn notgedrungen gemacht, weil wir ja keine Möglichkeiten hatten, den Protest sozusagen in Revolution 68 umzusetzen. Ja. Aber der große Unterschied ist natürlich, dass man in Ägypten, in Libyen ohne Gewalt überhaupt nicht auskommt. Gott sei Dank hat es gewaltlos angefangen, aber wir haben in Libyen gesehen, ohne Gewalt konnte man sich nicht durchsetzen. Und das ist, glaube ich, bei diesen westeuropäischen Bewegungen oder diesen westlichen Bewegungen sehr wichtig, dass sie unbedingt gewaltlos bleiben und das auch bleiben können. Ich würde widersprechen, dass Revolutionen nicht das geeignete Mittel sind, um Veränderungen hervorzubringen. Das mag für die deutsche Erfahrung aus der deutschen Geschichte stimmen, aber das gilt für die Welt nicht. Und Deutschland hatte bis jetzt auch nie eine erfolgreiche Revolution gehabt, im Gegensatz zu der russischen oder französischen, aus einem einfachen Grund, weil die etablierte Mittelschicht in Deutschland immer Teil des Systems war und systemsabhängig war. Also die Bevölkerung können das System nicht stürzen, sonst gehen sie mit ihm runter. Das war für die russischen Bauern nicht der Fall, das war für die Franzosen nicht der Fall. Genauso wie die Ägypter und die Tunesier, die auf der Straße jetzt gegangen sind, sie waren nicht Teil dieses Systems geworden, auch nicht die intellektuelle Elite, die mittlerweile auch in Deutschland in irgendeiner Form Teil dieses Systems ist. Deshalb ist es schwierig, in Deutschland eine Revolution durchzusetzen. Aber das bedeutet nicht, dass überall in der Welt... Ich würde noch nicht mal so weit gehen von der Revolution. Wir hatten 68 hatten wir natürlich immer auch eine Alternativgesellschaft. Das war ja der Sozialismus, der ja aufgebaut werden soll. Aber ich würde ganz gerne noch mal auf die Forderungen, die damals 68 erhoben worden sind, und die Forderungen heute noch mal hingehen. Und wir schauen uns ein Ausschnitt aus einem Interview, das Günter Gauss, der damals eine Sendung hatte, zur Person hieß das, Rudi Dutschke interviewt hat. Und das schauen wir uns jetzt mal an und dann reden wir darüber weiter. Vor geraumer Zeit aus der DDR aus politischen Gründen weggegangen, heute Student der Soziologie an der Freien Universität Berlin. Dieser Rudi Dutschke ist der bekannteste Wortführer jener radikalen Studenten, die nicht nur Westdeutschlands Hochschulen reformieren wollen, sondern unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen. Studiert man, was Sie, Herr Dutschke, bisher geschrieben und gesagt haben, so gelangt man, jedenfalls ging es mir so, zu der Feststellung, dass die Opposition von Ihnen und Ihren Freunden im Sozialistischen Deutschen Studentenbund nicht nur außerparlamentarisch, sondern antiparlamentarisch ist. Meine Frage, stimmen Sie diesem Befund zu? Halten Sie das parlamentarische System für unbrauchbar? Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt, wir haben in unserem Parlament keine Repräsentantin, die Interessen unserer Bevölkerung, die wirklichen Interessen unserer Bevölkerung ausdrücken. Sie können fragen jetzt, welche wirklichen Interessen. Aber da sind Ansprüche da, sogar im Parlament, Wiedervereinigungsanspruch, Sicherung der Arbeitsplätze, Sicherung der Staatsfinanzen, in Ordnung bringen der Ökonomie. All das sind Ansprüche, die muss aber das Parlament verwirklichen. Aber das kann es nur verwirklichen, wenn es einen kritischen Dialog herstellt mit der Bevölkerung. Nun gibt es aber eine totale Trennung zwischen den Repräsentanten im Parlament und dem in Unmündigkeit gehaltenen Volk. Okay. Das könnten Sie doch unterschreiben. Das könnte doch, zumindest das, wäre doch auch etwas, was Sie so sagen könnten. Das Parlament, die repräsentative Demokratie, sind nicht mehr die 99. Wir müssen eine, wenn man so will, neue außerparlamentarische Opposition bilden. Also ich glaube, wir wären nicht so auf der Straße, wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass die Politiker oder Lobbyisten das schon richten werden, was wir gerade an Problemen haben. Wir sind immer wieder wählen gegangen. Alle 4 Jahre dürfen wir Demokratie spielen.
dann bekommen wir tolle Parteiprogramme vorgelegt oder Entwürfe für die Zukunft, die allesamt nie eingehalten wurden. Und ja, dann ist es doch klar, dass die Leute politikverdrossen sind, dass sie nicht mehr wählen gehen. Mhm. Und dann frage ich mich, was sind eben diese 9%, die ihr da bekommen habt? Also was ist das dann tatsächliche Anteil in der Bevölkerung? Ohne jetzt euch als Partei zu kritisieren, sondern eher, was stellt es denn überhaupt da an Wahlergebnis? Ich bin davon sehr desillusioniert. Also ich habe mich auch politisch schon engagiert und damit stark auseinandergesetzt, aber kam jetzt auch vor allem seit dem 15. Oktober zu dem Schluss, dass das die Menschen gar nicht erreicht. Also wir haben hier Menschen, die haben so essentielle Probleme, also die gehen an dieser Gesellschaft zugrunde, die gehen an dieser Gesellschaft kaputt. Und das sind eben nicht die Menschen, die die Politik im Fokus hat. Es geht um die Mittelschicht, es geht um den Erhalt der ökonomischen Zahlen, eben wie Rudi Dutschke das ganz treffend gesagt hat, wobei ich mich nie, mein Gott, mit ihm messen wollte. Das ist es ist so erstaunlich aktuell, was er sagt. Ja. Nur die Konsequenzen waren eine andere. Aber, Aber ich finde es immer vermessen, wenn gesagt wird, die Politik, die gewählte Politik geht an den Interessen der Bevölkerung vorbei, weil ich finde immer noch die Demokratie ist eine der riesigsten Errungenschaften. Ja. Und ich war ja bei den Occupy-Demonstrationen in Berlin. Und man muss halt sagen, bei der ersten waren es noch 1000, schon bei der zweiten waren es nur noch ein paar hundert. Es waren mehr Leute am Straßenrand, die das Ganze mit ihren iPhones gefilmt haben. Und ich finde es vermessen zu sagen, dass das den Willen der Mehrheit der Bevölkerung repräsentiert. Ich finde es immer ein bisschen... Also ich wäre dankbar, wenn viele gute Leute in die Politik gehen und dafür kämpfen, diese Demokratie zu erhalten. Ja. Und wenn wir, gerade wir Jungen, sagen, diese Demokratie hat ihre Defizite, aber wir müssen dafür da sein, dass sie bewahrt wird. Und nicht noch die... Also ich nehme dir ja total ab, dass du was tun willst, aber ich weiß nicht, ob da die Demokratie der richtige Feind ist. Aber es geht gar nicht darum, dass die Demokratie der Feind ist. Aber wir haben doch de facto gar keine Demokratie. Moment, wir dürfen wählen gehen, aber wir haben de facto momentan einen Zustand, dass in Berlin und Brüssel dermaßen viele Lobbyisten sitzen und dass der Austausch nicht von Politik zu Wirtschaft, sondern von Wirtschaft zu Politik so immens ist, dass die Politiker, die bilden sich gar nicht mehr selbst weiter, sondern die holen sich ihre Expertise daher aus einem Sektor, den sie gerade regulieren wollen. Das ist auch absolut kritikwürdig und ich habe für die Recherche zum Beispiel auch mit Gerhard Schröder gesprochen, an den ich ja mal geglaubt habe und habe gesagt, Gerhard Schröder, ich habe Sie gewählt, weil ich geglaubt habe, Sie machen das Land auch gerechter. Und er hat gesagt, ich würde den Einfluss von Politik überschätzen. Und natürlich bin ich entsetzt, wenn jemand, der Bundeskanzler war, sowas sagt. Und natürlich finde ich diese Defizite alle. Aber ich finde es wirklich vermessen, in so einem Land wie unserem, wo wir das haben, wofür ganz viele Menschen auf der Welt sterben, zu sagen, wir haben hier keine Demokratie. Also jetzt muss der Politiker dazu sagen. Der Politiker bricht jetzt mal eine Lanze für die repräsentative parlamentarische Demokratie. Als jemand, der sich seit 2009 20 bis 40 Stunden, ja manchmal auch 60 in der Piratenpartei engagiert hat, kann ich natürlich diesen Unmut verstehen, dass Sie jetzt sagen, irgendwie ja, ist ja alles gar keine Demokratie mehr. Auf der anderen Seite habe ich jetzt selber gesehen, wenn sich da 12.000, jetzt sind es mittlerweile 19.000 Leute aufmachen und sagen, wir wollen da rein, und zwar eben mit den Mitteln des Parlamentarismus, dass man dann eben doch in der Lage ist, etwas zu verändern. Und das ist tatsächlich, die Frage. Und das ist dann die Frage auch der Wahl der Mittel. Will man eine Revolution oder will man versuchen zu sagen, okay, wir machen hier eine Operation am offenen Herzen? Und ich will jetzt auch keine Lanze dafür brechen, dass irgendwie zum Beispiel die Entstehungsprozesse von Gesetzen optimal sind. Da würde ich Ihnen sogar sofort recht geben. Die werden von der Regierung irgendwie ausgefertigt und dann ins Parlament zum Abnicken gegeben. Und die Wirtschaft jagt die Politik. Ja, es ist natürlich gut. Ich kann auch ein bisschen konfrontativer werden. Es ist natürlich gefällig, sich irgendwie in Berlin oder in Frankfurt oder sonst wo in ein Camp zu setzen und zu sagen, wir sind die 99%. Die Piratenpartei zum Beispiel, wir benutzen Liquid Feedback. Das ist ja zum ersten Mal die Möglichkeit. Feedback ist ein Programm. Man kann abstimmen zu allen möglichen. Ne? Genau. Also Liquid Democracy. Liquid Democracy ist das Grundprinzip. Liquid Feedback ist das konkrete Programm. Und da
hat man zum ersten Mal im Grunde genommen die Möglichkeit, eine breite Gruppe von Menschen an Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Und dann kommt es einfach nur noch darauf an, wie ernst die Leute, die in Entscheidungspositionen sind, ein solches Programm, eine solche Meinungsbildung nehmen. Da muss ich aber ganz... Müssen wir auch erst sehen, ob sich das bewährt. Ja, 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 genauso wie das mit dem Rotationsprinzip der Grünen. Wo ist das eigentlich? Ich sehe seit 10 Jahren immer dieselben Figuren da oben. Herrn Trittin und Frau Claudia Roth. Wo ist die Rotation? Und bei euch kommt bestimmt auch sowas. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Ich finde es wirklich falsch, wenn Sie sagen, wir haben keine Demokratie. Wir haben eine unvollständige Demokratie, eine Demokratie, die der ständigen Erweiterung bedarf. Und das, was Sie gerade machen, was ich sehr bewundere und toll finde, das ist eine solche Erweiterung. Wir werden ja in der Tat diese Demokratie, da teile ich Ihre Analyse, ist im Grunde, die Politiker haben das gar nicht mehr in der Hand. Sie werden von den Banken und den Spekulanten gejagt. Das sind die wahren Macher, die jetzt alle Entscheidungen über unsere Politik erzwingen. Jetzt habe ich gerade heute gelesen, die Großbanken müssen jetzt auch nicht mehr irgendwelche Schuldenschnitte verkraften. Mhm, das hat sich nicht bewährt, weil natürlich so viele Aktienbesitzer ausgestiegen sind sofort. Also können Sie weiter machen, was Sie wollen. Genau. Das ist unerträglich. Dagegen muss sich eine Demokratie wehren. Aber wir können uns doch wehren. Wir haben doch Stuttgart 21 gehabt. Und auch dort hat man sich übrigens getäuscht mit der Behauptung, wir, Stuttgart 21, repräsentieren das Volk. Es hat sich gezeigt, das Volk hat sich anders entschieden. Aber das müssen wir auch akzeptieren. Ja, aber das müssen wir leider akzeptieren, auch wenn es uns nicht passt. Amen. Woher kommt dieser, wir sind 99% der Bevölkerung, kommt aus Amerika und vorher eigentlich aus Kanada, die Occupy-Bewegung. Wie ist diese Geschichte zu erklären, ohne die wirtschaftlichen Strukturen eines Landes wie Amerika zu verstehen? Nein, es ist ja von den wirtschaftlichen Strukturen abgeleitet. 1% der Weltbevölkerung haben so viel Geld wie 99 oder so ähnlich. Aber also, es ging um die Studenten, um die College-Studenten, die jetzt aus der Uni oder aus dem College entlassen werden oder Absolvent werden und keine Arbeit finden, hochverschuldet werden und nicht an diesem kapitalistischen System teilhaben können. Nicht, dass sie jetzt mittendrin sind und reich oder zur Mittelschicht gehören, sondern sie können daran nicht teilhaben, obwohl die amerikanische Wirtschaft zwischen 2001 und 2007 immens gewachsen ist, ohne dass neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Und das ist genau diese Pattsituation, die wir in der Wirtschaft haben, dass Wachstum nicht mehr automatisch bedeutet, dass wir neue Arbeitsplätze haben. Und diese jungen Leute, die müssen jetzt 70% von ihnen müssen bei der Familie bleiben, nachdem sie mit der Uni fertig sind. Und das schafft natürlich Ressentiments gegenüber dem bestehenden Systems. Und dann gehen die Leute auf der Straße. Aber gibt es denn eine Alternative zum Kapitalismus? Und Kapitalismus ist ja eine Form, die demokratisch basiert ist. Ich glaube, in einer Welt, wo 7 Milliarden Menschen heute leben, gibt es keine Alternative zur Demokratie und keine Alternative zum Kapitalismus. Und die sollen wir doch zur freien Marktwirtschaft? Freie Marktwirtschaft, das ist Kapitalismus. Wir versuchen immer das in Ja, aber welche Art von Kapitalismus? Da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt das amerikanische Modell und es gibt das deutsche Modell und beide... Zu plakativ schon gut. Ich glaube, wir überschätzen nicht nur die Politik, sondern wir überschätzen die Mehrheit der Menschen auf dieser Erde, die eigentlich auch wiederum die Politik reflektieren. Die Politik ist nichts anderes als ein Abkommen zwischen uns, fünf oder sechs, und vier von uns wahrscheinlich haben keinen Bock, sich da einzumischen, oder sie wollen gar nicht und sie warten auf das, was kommt. Und Churchill hat es damals gesagt, Demokratie ist die zweitbeste Lösung, weil es die erstbeste nicht gibt. Mhm. Und das glaube ich, gilt auch für diese neuen für diese Form der Wirtschaft, die wir haben, die man optimieren kann, die man da und da was verändern kann, aber letzten Endes nicht abschaffen kann, weil all diese Formen, die wir sehen, Grassroot-Bewegung, Anonymous-Bewegung, sie dürfen leben und sich
zeigen, weil es den Kapitalismus gibt. Aber es gibt ganz großes Unbehagen auch in Deutschland an dieser Form des Kapitalismus. Und es ist ja schon so, dass man denkt, da ist was aus dem Ruder gelaufen. Da gebe ich Ihnen ja auch prinzipiell absolut recht. Ich war für die Recherche auf den Kaimaninseln in der Steueroase. Das macht alles keinen Sinn. Das dient niemandem, außer ein ganz paar von Leuten. Und ich habe da Leute getroffen, die da mitmachen. Ganz junge Wirtschaftsprüfer, die Hedgefondsmanager, die ich gefragt habe, warum tut ihr das? Und die einfach gesagt haben, weil es uns nützt. Und ich glaube, dass schon das Gefühl da ist, dass man an dieser hyperindividualisierten Form des Lebens, dass ganz viele damit nicht mehr zufrieden sind. Bei der Occupy-Bewegung hab ich bei der Vorbereitung zu dieser Sendung Folgendes festgestellt, dass sie eigentlich von allen Sympathie entgegengebracht sind, selbst von den Bankern. Es gab ein Spiegelgespräch mit Vertretern und der ist eigentlich auf der Seite, er kann es nun nicht. Nein, er ist nicht auf der Seite. Nein. Aber er ist nicht so, wie es damals war. Damals waren ja alle Verbrecher. Da ist etwas Neues. Entsteht da vielleicht nicht tatsächlich so eine neue Zeitenwende? Also die sind ja selber nicht froh. Die verstehen es doch selber nicht, was sie da angerichtet haben. Also ich glaube, Sie sprechen den wichtigen Punkt an, dass die meisten Menschen, die auch im Bankenwesen arbeiten, eigentlich nur leiden. Also die haben, wie auch eben schon angesprochen, nicht nur in der Politik, die haben 60, 70, 80 Stunden Wochen. Es sind 80, ich weiß es nicht, ist das überhaupt möglich? Die machen nichts anderes außer Geld gewinnen, verlieren, aber nicht das eigene, dann kriegen sie irgendwann einen Herzinfarkt. Und was ist dann mit dem Leben? Was ist mit den Kindern? Ja. Also ich glaube, die leiden auch unter diesem System auf einem anderen Niveau, aber die leiden auch immens. Also Burnout ist ja mittlerweile ein weit verbreiteter Begriff. Aber ich würde gerne einen Punkt zu der Überschätzung der Bevölkerung sagen. Ich glaube, dass die Menschheit unterschätzt wird, weil ich habe jetzt in den letzten Tagen, ich führe sehr viel Gespräch mit Passanten und Interessierten an unserer Bewegung, und ich habe immer wieder gesagt, wir haben so viel geschafft mittlerweile, wir können mittlerweile fliegen, wir haben das Internet etabliert, wir haben das dahin bekommen, dass wirklich sehr viele Menschen weltweit Zugang zum Internet haben. Wir haben so viel möglich gemacht. Wir haben möglich gemacht, dass Essen einmal um die ganze Welt geschickt werden kann. Die Menschheit, Kapitalismus oder der Markt. Also wenn schon, dann sind es immer die Menschen, die dieses System tragen und die Dinge produzieren und die Dinge anfertigen. Und ich glaube, man muss den Mensch als intelligentes Wesen ernst nehmen. Und ich glaube, zu sagen, das wird nicht besser und das ist das Beste, was wir haben, also das unterstellt ja der Menschheit, dass sie nicht in der Lage ist, was noch Besseres zu finden und zu produzieren. Das meine ich ja, das ist ja meine Hoffnung. Das ist auch der Grund, weshalb ich an der EZB-Bank bin, weil ich nämlich davon überzeugt bin, dass wir was Besseres machen können, als wir haben. Es leiden so viele Menschen und ich bin so vom Menschen und von der Menschheit überzeugt, dass ich nicht glaube, dass es notwendig ist. Aber es profitieren eben einige wenige sehr davon. Aber Sie können das System nicht ganz unterschätzen, denn auch im Kommunismus haben Menschen gelebt und die konnten eben nicht ihre Kreativität entwickeln. Es ist schon wichtig, in welchem System man sich entwickelt. Definitiv. Und da hat er schon recht. In einer Demokratie haben Leute wie Sie und ich das Recht, auch die extremsten Meinungen zu äußern und sie auszuprobieren. Ja. Und das ist deswegen so wichtig, weil Menschen einfach gesetzmäßig Irrtümer machen. Auch Systeme machen Irrtümer. Wenn diese Irrtümer nicht aufgedeckt werden können, ist es aus. Und das ist ja genau das, was geschehen ist, warum der Kommunismus ich glaube wirklich, jede Alternative, die mit dem Wort sozialistisch anfängt, ist für mich Wir haben ja gelernt. Aber selbstverständlich können wir unser System verbessern, und zwar gewaltig. Natürlich. Aber meine Frage ist, dieser Raubteilhaber, der Lismus, wie ihn auch Helmut Schmidt nennt, der muss weg. Dazu bekommt. Also was mich ja wundert, dieses Unbehagen ist überall. Und wenn man fragt, 70% der Jungen sagen, die Klimakrise zum Beispiel wird ihre Existenz bedrohen. Trotzdem engagieren sich nur 9% in irgendeiner Form. Und das ist was ich den Occupy Demonstrationen gefragt habe. Ich war am Anfang ungemein euphorisch. Die Frage ist, finde ich wirklich, warum machen dann doch so wenige mit? Warum sagen so viele, ich funktioniere doch noch immer in dem System, obwohl ich ein großes Unbehagen fühle? Er hat es doch vorhin gesagt. Also jetzt mal ganz kurz, wenn ich die Energie,
die ich in den letzten Jahren in die Piratenpartei gesteckt hätte, in irgendein anderes Projekt gesteckt hätte, wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, ich will bei einer Bank arbeiten oder bei einer Unternehmensberater und ich will mehr Geld verdienen, als ich essen kann und dann irgendwann mit 40 einen Herzinfarkt bekommen, aber dafür habe ich eine schicke Wohnung mit einem großen Flachbildfernseher und freue mich des Lebens oder eben nicht, dann hätte das bei der Energie, die ich da in die Piratenpartei gesteckt habe und die viele Leute in die Piratenpartei gesteckt haben, wahrscheinlich funktioniert. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen kann. Natürlich bildet Repräsentanz in einem Parlament und auch Unternehmen und auch was da sich an der Führungsspitze eines solchen Unternehmens befindet, bildet natürlich auch Gesellschaft irgendwie ab. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als um 2000 rum irgendwie jede Firma auf einmal Aktien ausgeschüttet hat und jeder Deutsche auf einmal dachte, ich werde über Nacht Millionär. Ja. So, die Rentnerin das heißt, hat ihre Groschen zusammengebracht und hat am neuen Markt investiert. Das heißt, in puncto Gier und so sind, glaube ich, die Menschen, die jetzt da protestieren und die Menschen, gegen die protestiert wird, kein Deut mehr. Deshalb, aber ich kann schon verstehen, wenn die Menschen ihr Geld in Aktienmärkte stecken, damit sie ein bisschen was verdienen, das ist menschlich. Ja. Was ich aber nicht verstehen kann in diesem Land, warum gehen die Menschen nicht auf der Straße, deren Geld verzockt wurde, die das Geld verloren haben? Ich habe vor 2 Jahren darauf gewartet, wann protestieren die Leute, wann empören sie sich und das kommt nicht. Weil sie denken, dass sie selber schuld sind. Und deshalb meine verwegene These. Wir leben heutzutage in einer neuen magischen Welt. Wir verstehen es nicht. Wir verstehen zum Beispiel nicht den Computer. Wir verstehen nicht dieses Internet. Mit dem Internet haben wir natürlich eine globale Vernetzung. Ohne Internet wäre wahrscheinlich diese Revolte gar nicht vorgefallen. Aber ich glaube, was tatsächlich dieser Finanzmarkt ist, das verstehen auch die Finanzmanager nicht. Da haben die irgendwann ein Konto. Aber das halte ich für gefährlich und falsch. Ja, Moment. Und da muss man aber vielleicht durch. Da muss man das auch vielleicht sagen. Also man kann nicht, wenn ein Computerprogramm, das in Millionstel Sekunden eine Milliarde verdient, ein Computerprogramm, kein Mensch, Milliarde verzockt oder gewinnt, ne? Und dem kann man doch nicht die Weltherrschaft geben. Wissen Sie, was man ganz leicht verstehen kann, und jeder Mensch kann es verstehen, hier sind ganze Volkswirtschaften in den Ruin getrieben worden. Es gibt ja Zahlen darüber, wie viel da verzockt worden ist. Da haben Leute mit dem Geld anderer Leute, die nur durchs Fenster schauen konnten, wenn überhaupt, haben sie gezockt und haben dieses Geld verspielt. Und hinterher sind nicht sie zur Verantwortung gezogen worden, sondern im Grunde die Leute sind auf der Straße gesessen. Das ist ein so unglaublicher Ausplünderungsvorgang, den kann jeder Mensch verstehen. Und nur die Banker haben etwas davon, dass wir erzählen. Es ist eigentlich so kompliziert, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, das meine ich doch. Aber es muss sich doch jeder irgendwie selber fragen, wenn er irgendwie sein Geld zur Bank bringt, was passiert denn da eigentlich mit? Ja. Und das findet ja auch nicht statt. Also wie gesagt, ich will hier keine Lanze für die Banken brechen. Was da passiert, ist großer Scheiß. Insbesondere, weil da aus Geld gemacht wird und im seltensten Fall irgendwie bleibende Werte, irgendwas Nachhaltiges, wo man sagen kann, okay, wir haben alle als Gesellschaft was davon. Aber der Punkt ist doch, dass die Leute, die dort hingehen und ihr Geld dorthin tragen, sich in den wenigsten Fällen damit auseinandersetzen. Ich kriege auch immer bei der Bank irgendwelche tollen Dinge erzählt, was mit meinem Geld passieren soll. Und am Ende sage ich, packen Sie es aufs Sparbuch, kriege ich nur 2%, aber ist auch super. Und der Punkt ist doch, wo setzt sich die Gesellschaft kritisch damit auseinander? Schauen Sie, der Kopper hat Folgendes erzählt, der vormalige Chef der Deutschen Bank. Etwas, was ich nicht verstehe, kaufe ich gar nicht. In seiner Amtszeit sind 40% all dieser unverständlichen Derivate verkauft worden von seiner Bank. Mhm. Und der Chef sagt, ja, schön blöd. Ich würde sowas nicht kaufen. Was ist das für ein Mann? Hat der noch eine Ehre, so ein Kerl? Der muss doch denunziert werden. Und das, glaube ich, ist eine Aufgabe der Occupy. Als ein Schuft. Und wenn das nicht juristisch gemacht werden kann, dann muss es eine Bewegung wie Occupy Wall Street. Die können nämlich in der Tat, glaube ich, das kann so eine Bewegung. Sie kann diese falsche Sicherheit, in der sich all diese Leute wiegen, erschüttern und sagen, ihr Lieben, wir wollen euch nicht. Ich meine, dass man den Einzelnen nicht aus der Verantwortung entlassen darf. Was die Piratenpartei mit Transparenz meint? Ja. Oder ist es einfach nur ein Schlagwort? Transparenz. Ja. Also sozusagen
nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft mehr Transparenz zulassen. Sie haben es ja eben gesagt, wir leben ja in einer tollen Zeit. Wir haben jetzt das Internet und jeder Mensch hat irgendwie die Möglichkeit, sich auf eine Art und Weise zu informieren, wie er es vorher nie konnte. Und das bietet auch viele Chancen. Ich glaube auch übrigens, was wir in diesem Jahr erleben, also sowohl in Nordafrika beim arabischen Frühling, als auch in den USA und auch in Europa, da macht sich eine mit dem Internet sozialisierte Generation auf und versucht in irgendeiner Art und Weise die Dinge, die sie dort erfahren hat im Internet, also diese Neutralität der Plattform, diese Plattformneutralität in die Gesellschaft, in die Politik zu tragen. Und dort in Nordafrika wird man mit einer Diktatur irgendwie konfrontiert und dann ist die Frage, okay, wie kommen wir hier rein? Und dann haben wir diese gewaltsamen Revolutionen. In den USA haben wir dieses schräge Zwei-Parteien-System, was auch keiner mehr versteht, würde ich jetzt mal behaupten, oder dem keiner auch zutraut, das System zu erneuern. Und ich finde, und das kann man auch sagen, denke ich, es ist ein großes Glück, dass wir in Deutschland ein politisches System haben, das anscheinend noch so flexibel ist, dass so eine neue Kraft wie die Piratenpartei mit einer Wahl ins Parlament kommen kann. Und ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass auch wenn man Transparenz in so einem Parlament schafft und zeigt, dass die Leute dort auch nur mit Wasser kochen, dass das auch normale Menschen sind und dass sich jede Fraktion in so einem Parlament im Grunde genommen darüber freuen kann, wenn da fünf Leute da sind, die lesen, schreiben und die Grundrechenarten beherrschen, da sind. Also das ist doch der Punkt und das ist ein anderes Problem, was ich sehe, diese Vorstellung, Politiker oder Repräsentation, das wären irgendwelche Halbgötter in Weiß, aber, und Sie haben es gesagt, es sind die fehlenden Incentive-Strukturen teilweise. Es bleibt dort, da bleiben die Leute übrig, die es noch machen wollen. Und dann wundern wir uns ernsthaft darüber, warum Prozesse so ablaufen, auch in Parlamenten, wie sie ablaufen. Wir könnten da zum Beispiel Fraktionszwang. Eine Sache, wir haben da jetzt 149 Leute in diesem Parlament in Berlin. Ja? Von denen geht anscheinend, also nach Verfassung, die Gewalt aus. Wir könnten da Gesetze beschließen, wie wir lustig sind. Er müsste aber Mehrheiten kriegen. Ja, genau, aber was ist denn das Mehrheiten? Mehrheiten kriegen bedeutet ja im Grunde genommen das machen, was die Fraktionen sagen, was in Ordnung ist, was die Koalition sagt, was in Ordnung ist. Wenn ich jetzt, und das ist natürlich auch eine sehr frustrierende Erkenntnis am Anfang dieser Legislatur, wenn ich jetzt auf Fast Forward, also auf Vorlauf drücken würde, ja, dann wüsste ich, okay, die SPD, CDU, die können in den nächsten 5 Jahren alles durchwinken, worauf sie Lust haben. Und wir können da so viel trommeln und mit den Beinen strampeln, wie wir wollen. Wir können unsere ganzen genialen Konzepte irgendwie einbringen. Wenn wir es nicht schaffen, das irgendwie interessant über die Medien zu spielen, so dass man es irgendwie versteht, dann sitzen wir nach 5 Jahren genauso klug wie der Ochs vom Berg da. Ja? Und man würde uns wahrscheinlich noch vorwerfen, die Piraten haben im Parlament nichts gemacht. Ich denke, das sind aber alles Dinge, die man stärker betonen sollte. Weil diese Vorstellung oder diese Diagnose, das System funktioniert nicht. Und dann zu sagen, ja, es ist die Lobby, es sind die Banken und sonst irgendwas, da macht man es sich ein bisschen zu einfach. Entschuldigung. Aber man macht es sich auch einfach. Das gehört ja alles zusammen. Also letzten Endes, man kann es doch nicht voneinander trennen. Also wenn ich wirklich mir die Zahl mal der Lobbyisten, die in Brüssel sitzen, also da, wo Gesetze erlassen werden, die sogar teilweise über unserer nationalen Verfassung stehen, wenn ich mir angucke, wie viele Lobbyisten da sitzen, die nur dafür da sind, die Interessen der Wirtschaft durchzusetzen, dann frage ich mich doch wirklich, wozu gehe ich überhaupt wählen? Europaparlamentswahlen, also wofür gehe ich denn dann überhaupt wählen, wenn das Verhältnis total verschoben ist? Und die viel mehr verdienen als Politiker. Dann muss ich die Frage stellen, wenn es alles so schlimm ist, wie es anscheinend ist, wieso sucht diese Occupy-Bewegung dann nicht den Weg der Gewalt? Wieso besorgt ihr euch das ist die Frage, die ich mir stelle. Also die Diagnose, das System ist ganz furchtbar. Es gibt die schlimmen Lobbyisten, es gibt die schlimme Wirtschaft. Wie gesagt, ich will keine Lanze für die brechen, die machen viel Scheiß, aber die gehören halt zu dem System dazu. So, und das ist alles ganz, ganz furchtbar. Ja? Wir haben keine echte Demokratie, wir haben keine Repräsentanz des Bürgers in den Parlamenten, trotz solcher Technologien wie dem Internet, trotz Liquid Democracy, da wurde vorhin auch gesagt, naja, da bin ich mal gespannt, wie lange ihr dabei bleibt. So, warum wählt ihr nicht den Weg der Gewalt? Ganz ernsthafte Frage. Aber wo bringt er uns denn hin? Ja, also ich denke, man muss Umstürzung der Verhältnisse. Aber man muss Menschheit ja auch immer auf einem längeren Zeitraum betrachten. Genau. Ich glaube, man kommt nicht weit, wenn man sich nur die letzten 5 oder 10 oder 20 Jahre anguckt. Ich glaube, man muss immer auch ein paar Jahrhunderte zurückgehen, um zu verstehen, was ein gewaltsamer Weg überhaupt bringt.
Ich glaube, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir aus dem lernen, was war. Wir haben sehr oft gesehen, dass Gewalt nur zu Gegengewalt führt, dass Gewalt Menschen schlecht macht. In Kriegen, die wir gerade eben führen, in Libyen, in Afghanistan, in Irak, kommen unheimlich viele Menschen zurück, die seelisch zerstört sind. Da haben wir nur noch wandelnde Monster. Naja, Moment, aber in Libyen ging es nicht anders. Darauf möchte ich erstmal nicht eingehen. Ja. Das ist nämlich ein ganz anderes Thema. Ja. Nee, das ist dasselbe Thema. Das können Sie nicht sagen, das ist ein anderes Thema. Nee, aber der Fall Libyen, darüber kann man sich streiten. Ich habe da eine andere Meinung als Sie, aber ich möchte erstmal prinzipiell zu dem Thema Gewaltstellung beziehen, weil wir das eben auch in unserem Camp, und ich kann da auch nur für unser Camp explizit sprechen, diskutieren wir sehr stark und immer wieder. Wir haben uns in den ersten Tagen ganz klar von jeglicher Form der Gewalt distanziert. Gerade weil wir gelernt haben aus der Menschheitsgeschichte, dass Gewalt immer zu Gegengewalt führt. Und was will ich denn kaputt machen? Will ich denn Menschen kaputt machen? Ja, Moment, will ich denn dafür sorgen, aber dass Menschen nicht aber in den Ruinen so prinzipiell gesagt, dass es auch keinen Krieg gegen Hitler geben dürfen, weil das auch Gewalt war. Es hätte keinen Krieg gegen Hitler geben. Ich möchte auf einen Punkt eingehen, der vorhin angesprochen wurde, wo ich leider nicht darauf eingehen konnte. Und zwar dieses negative Menschenbild. Dass die Menschen sich raushalten, dass sie keine Lust haben, sich zu beteiligen. Ich glaube, viele Menschen werden aus Gründen wie, ich bin alleinerziehende Mutter und kriege noch nicht mal meine Kinder satt, werden davon abgehalten, sich überhaupt nur einen Streich in die Politik einzubringen. Wir haben ganz viel Armut in Deutschland und diesen Menschen zu unterstellen, dass sie keinen Bock haben, sich einzubringen, finde ich vermessen, weil wir haben de facto Armut in Deutschland. Ich würde es gerne kurz zu Ende bringen, weil mir geht es nämlich darum, dass diese Bewegung auch dafür da ist, die Menschen zu mobilisieren. Und wir können nicht jetzt sagen, nach 56 Tagen, ja, wo sind sie denn? Wo bleiben sie denn? Weil ich glaube, dass wir hier einen Lernprozess durchmachen müssen und tatsächlich den Menschen zeigen müssen, ihr könnt was machen. Aber das müssen sie erstmal verstehen. Aber Menschen in diesem Camp, die machen täglich Lernprozesse. Herr Lauer, ich halte es sehr gefährlich. Ich halte es wirklich für gefährlich, wenn man tatsächlich die Gewalt sozusagen als letzte Möglichkeit des Umsturzes. In bestimmten Situationen muss es sein, dann geht es gar nicht anders. Ne? Aber in dieser Situation, in der wir hier sind, wäre es für jede Bewegung das Ende. Ja, aber ich sage das als jemand, der einer Organisation jetzt angehört, die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man sich halt, ja, die Piratenpartei gibt es seit 2006, ich bin seit 2009 dabei, wenn man ein legitimes Anliegen hat, und die Piratenpartei ist durchaus auch systemkritisch, ja, dann ist man in der Lage, in diesem System sich friedlich in die Institution zu bewegen. Aber Sie können trotzdem nicht sagen, Ihre Möglichkeit ist die einzige. Und wenn dann jemand sagt, der Lobbyismus, jetzt lassen Sie mich mal ganz kurz ausreden, wenn jetzt jemand sagt, der Lobbyismus, der unterläuft dieses System, wo, glaube ich, jeder zustimmt, dann können Sie ja nicht einfach sagen, dann werde doch jetzt gewalttätig. Also wäre das die einzige Möglichkeit. Ich glaube, was Sie gesagt haben, dass man den Leuten wieder Mut machen muss, dass sie sich beteiligen, dass das absolut wichtig ist. Und ich würde da noch nicht mal allein die Armut in Deutschland als Grund sehen, sondern tatsächlich auch die Individualisierung, die Vereinzelung, die Zerfaserung, dass es eben kein Gefühl mehr für Zusammenhalt gibt, dass es kein Gefühl mehr gibt. Es gibt Orte in der Gesellschaft, wo sich mal alle zusammenfinden. Mhm. Und da haben auch die Piraten keine Lösung, weil ich glaube nicht, dass das Internet... Außerparlamentarische muss sich ja gar nicht ausschließen. Es kann doch sehr wohl eine außerparlamentarische Bewegung geben, das ist sehr gut sogar, und daraus kann dann eine Partei werden, wie es bei den Grünen der Fall war. Die können sich gegenseitig befördern und befruchten. Das aber das wäre ja schön. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass der Politiker gleich wieder sagt, oh, denen fehlt ja auch die Basis. Der ist ein bisschen als jemand, der gerade aus Ägypten zurückkommt, sage ich, was ich aus dieser Diskussion jetzt heraushöre, oder zwischen den Zeilen, uns geht es eigentlich ganz gut. Ja. Und die Skepsis, die wir gegenüber den bestehenden Strukturen haben, reicht nicht aus, um diese Strukturen grundlegend zu verändern. Ja. Es mag auch ein Teil dieses Luxus sein, dass wir dagegen vorgehen wollen, dass wir etwas verändern wollen, aber diese Pattsituation, die wir haben, davon profitieren sehr viele Menschen, auch viele, die sie in Schutz nehmen. Genau die alleinerziehende Mutter, die leidende Mädchen und so weiter. Sie sind auf sowas angewiesen, deshalb gehen sie selten dagegen vor. Mein Problem, von dieser wirtschaftlichen Situation, vom Kapitalismus. Ohne Kapitalismus gäbe es keine Sozialhilfe, zum Beispiel. Mhm. Und von dieser Sozialhilfe profitieren so viele Leute und denen geht es scheinbar nicht so gut, aber gut genug, um nicht auf der Straße zu gehen. Wenn ich meine Kinder nicht ordentlich ernähren kann, wenn ich meinen Gedanken zu Ende führen kann. Mein Problem ist,
eigentlich mit der Masse, die zur Mittelschicht gehört, die Arbeit hat und die nicht unbedingt jetzt betroffen ist von all diesen Diskussionen oder fühlt sich nicht betroffen. Und diejenigen, die betroffen sind, tun zu wenig, um das zu verändern. Und davon lebt unser System. Davon lebt unser System. Ich habe kein negatives Menschenbild, aber ich sehe, dass Veränderungen niemals von der Basis wirklich so richtig kommen, sondern eine Elite macht sich auf und versucht jetzt, das zu verändern. Ja, aber und das ist auch nicht schlecht. Man sucht sich. In Ihrem Fall haben Sie sich für das Internet entschieden. Ich habe damit dann ein bisschen ein Problem, weil jetzt die Gegner der Demokratiebewegung, der Veränderungen, haben auch den Trick verstanden und sie wissen ganz genau, was da abläuft. Und das Internet ist eine Hure, das heißt offen für alle. Mhm. Und auch die Gegner dieser Bewegungen versuchen jetzt auch diese Methoden zu eigen zu machen und auch Konterrevolutionen, aber auch Konteraufklärung auch dadurch zu betreiben. Und langfristig kann man sich nicht nur darauf verlassen, würde ich sagen. Wir haben auch in Berlin einen ganz profanen Straßenwahlkampf gemacht. Ich möchte hier, damit jetzt keine Missverständnisse entstehen. Die Piratenpartei hat ja durchaus einen anderen, auch einen anderen Entwurf. Ich meine, Sie haben das vorhin so marginalisiert, mit wird das in nächster Zeit, ob wir das so halten können. Mit Liquid Feedback, mit Liquid Democracy, mit diesem Computerprogramm haben Sie zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit, über das Internet eine breite Masse von Menschen zu beteiligen an Entscheidungsprozessen. Dadurch werden Entscheidungsprozesse auch unabhängiger. Es ist eine Form und das Programm ist zum Beispiel das, was die Piratenpartei fordert, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Dann wird nämlich zum Beispiel auch die alleinerziehende Mutter in die Lage versetzt zu sagen, ich habe jetzt erstmal Zeit, ich kann mich um mein Kind kümmern und wenn ich Bock habe, mich politisch zu betätigen, dann betätige ich mich politisch und wenn ich Lust habe, irgendwie was Gemeinnütziges zu tun, dann kann ich das machen und wenn ich eine Bankausbildung machen möchte und bei der Deutschen Bank arbeiten möchte, dann kann ich das auch tun. Das ist ja auch durchaus ein anderer Entwurf. Und wie gesagt, diese Beteiligung über das Internet, ich würde es nicht kleinreden, denn darin liegt meiner Meinung nach die Zukunft, wie sich Politik auch zwischen diesen 4 Jahren, zwischen diesen 5 Jahren, wo gewählt wird, die Legitimation von der Bevölkerung gerade für kontroverse Dinge holt, gerade für größere Projekte. Mhm. Und das, letzter Punkt, müssen die Parteien natürlich auch alle wollen. Und das wird interessant, ob es funktioniert. Was ich sagen wollte in Bezug auf Internet. China hat eigentlich etwas erfunden, das heißt 50 Cent Army. Sie haben Hunderttausende von Studenten engagiert, um im Internet tags und nachts Kommentare zu schreiben, die regierungsfreundlich sind. Ja. Und diese Methoden kamen zunächst nach Nordafrika. Die Diktaturen haben versucht, auch diese Methoden zu verwenden. Und jetzt kommen diese Methoden nach Europa. Auch Politiker, auch die Wirtschaft versucht auch genau solche Methoden, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Und langfristig kann man sich nicht auf das Internet als demokratisches Forum zu verlassen, weil die Manipulationsmöglichkeiten enorm sind. Wir müssen schon fast zum Ende kommen. Vom Blick in die Zukunft, Frau Friedrichs, was meinen Sie? Wird das, das, was Sie sozusagen ja im gespürt haben, diese neuen Ideale, wird das tatsächlich eine Folge haben? Wird es tatsächlich so einen Fortschritt geben hin zu einer, jetzt ganz groß gesagt, gerechteren Welt? Ich bin da komplett ratlos. Also ich sehe diese beiden Stränge, das ganz große Unbehagen, das ganz große Gefühl, das geht nicht so weiter, aber gleichzeitig den Strang, dass immer noch ein ganz, ganz großer Anteil, gerade der jungen Leuten, sich für Politik nicht interessiert, dass die Werte auch bei Studenten zum Beispiel noch sehr rückläufig sind, dass mir haben Schüler geschrieben, was sie sich vom Leben erträumen. Mhm. Das fand ich ganz ernüchternd. Die schreiben Job, Karriere, Familie und im Prinzip war es das. Das heißt, ich sehe das noch nicht, wie es zusammengeht. Ich habe die Hoffnung, dass aus diesem Gefühl, die Wirtschaft dient uns nicht mehr, wie sie sollte, einen Zusammenhalt wieder wird, dass man halt nicht gegeneinander kämpft. Wir haben gerade bei den Schülern, sehen wir, dass die nach unten wegtreten. Hartz-IV-Empfänger sind blöd, Ausländer sind blöd. Ich hoffe, dass es da eine Gegenbewegung gibt, aber ich befürchte auch, dass es genauso gut das andere Extrem sein kann, dass die Ellbogen quasi noch mehr rausgefahren werden und das Zurückfallen auf das eigene Leben noch größer wird. Was mir so ein bisschen Hoffnung macht, es gab, Sie werden das kennen, die Studie, die skeptische Generation, die damals dasselbe attestiert hat, dass die Studenten karrierebewusst, leistungsorientiert seien. Und kurz darauf brachen die Studentenproteste los. Also ich glaube, Prognose ist da ist denn tatsächlich zwischen 68 und
der in 2011, ich glaube, es wird in der Tat ein Jahr werden, das in die Geschichte eingeht, eben durch die arabischen Revolutionen, nicht doch etwas anderes als damals. Damals war es ja so, wir hatten immer das Ziel, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ne? Wir sind eher negativ an die ganze Sache gemacht und irgendwann entsteht eine neue Zeit. Während diese globalen Proteste, jetzt haben wir gar nicht über Spanien geredet, über Chile geredet, über das sind ja sehr kurzfristige Momente, dass man als junger Mensch ausgeschlossen wird aus dem Bildungssystem oder aus dem Arbeitsmarkt. Das sind auch das existenziellere Prozesse. Das sind existenziellere, Wenn ich meinem Sohn erzähle, oder der liest es jetzt auf, was ich damals geschrieben habe, und er sagt, er hat keine Ahnung, wie er das verstehen soll, was für ein Luxusleben wir hatten, dass wir immer Zeit zum Demonstrieren hatten und so weiter, und dass es diesen Konkurrenzdruck nicht gab, den es heute gibt. Die leben in einer völlig anderen Welt, wachsen die auf. Die Bewegungen sind viel existenzieller heute, sind aber auch, und das finde ich sehr angenehm, sind pragmatischer. Ich finde es gut, dass sie die großen Würfe verschmähen, dass sie sagen, erstmal, die Kritik muss eindeutig sein. Es ist nicht unsere Aufgabe, das neue Bankensystem zu entwerfen. Aber wir können sagen, so wie es da geht, kann es auf keinen Fall weitergehen. Das reicht eigentlich schon aus. Und dann müssen sich Experten und Leute, die was davon verstehen, Gedanken machen, wie man dieses Bankensystem verändern kann. Und ich glaube, das wird geschehen. Ich bin insgesamt wirklich der Meinung, dass sich die Weltgeschichte insgesamt zum Besseren verändert. Ja. Ich könnte jetzt viele Beispiele machen. Es gibt immer wieder gewaltige Rückschläge. Wir sehen jetzt den Rückschlag in Ägypten und Tunesien. Aber dieser Befreiungsschlag, der einmal passiert ist, diese Behauptung, wir haben das Recht auf Freiheit, wir haben das Recht auf Bürgerrechte und Selbstbestimmung, das lässt sich nie mehr rückgängig machen. Und so war es mit Solidarność und es gibt viele Beispiele. Ich bin auch jetzt mit der Wahl in Russland. Aber es wäre so schön, wenn gerade die jungen Leute hier in Deutschland kennen würden, eben dieses nicht uns geht es noch zu gut, sondern sehen, jetzt gerade haben wir noch den Spielraum. Wir haben diese bei allen Mängeln tolle Demokratie und wir können jetzt sagen, was wir wollen und das Land auch so mitformen, wie es uns gefällt. Ich würde gerne, warum eigentlich diese Maske? Was ist das? Ist das ein Erkennungszeichen für, also ich bin dann sozusagen nicht mehr ein Individuum, sondern gehöre einer Bewegung an. Ist es das? Also dass man sich verliert dadurch nicht seine Individualität, aber es geht eben darum, dass wir auch, also es wurde ja immer kritisiert, wir haben keine Sprecher oder keine Sprecherin, keine Ikone, an der wir uns abarbeiten oder an der sich die Medien abarbeiten können. Es geht darum, dass wir eben, wir möchten das Unbehagen in der Bevölkerung repräsentieren. Wir möchten zeigen, dass jeder sich auf die Straße begeben kann und dass wir eben nicht dafür da sind, um eben den großen Wurf zu entwerfen für alle anderen, sondern wir möchten die Menschen auf die Straße bringen und jeder kann das sein. Jeder kennt in seinem Leben irgendwelche Defizite, irgendwelche Probleme, irgendwelche Nachteile, die aus dem kapitalistischen System hervorgehen. Und ich glaube, dafür steht eben diese Maske. Aber ich glaube, Sie haben auch den Luxus in so einer Gesellschaft, dass sie das Gesicht zeigen können und sich nicht hinter eine Maske verstecken können. Im Gegensatz zu vielen jungen Menschen, die in Ägypten und Tunesien auf der Straße gehen, auch unter Lebensgefahr auch gefallen sind. Natürlich, ich finde den Vergleich sympathisch zwischen Occupy-Bewegung und die Proteste auf der arabischen, in der arabischen Welt. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede, dass hier kein Mensch Gefahr läuft, sein Leben zu verlieren, weil er auf der Straße geht. Höchstens wird man mit Pfefferspray attackiert. Ich habe die Geschichte gelesen, ich habe aus der Geschichte gelernt, dass zunächst die Katastrophe kommt, dann kommt das Umdenken der Menschen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Umdenken in dieser Phase ausreicht oder dass die Probleme, die wir als Menschen ausreichen, um den großen Wurf der Veränderungen zu wagen. Die Probleme wachsen schneller als die Kapazität, dieser Probleme zu lösen. Und was wir gerade erleben, ist ein wirklicher Kampf der Kulturen, nicht wie Huntington zwischen Islam und dem Westen, sondern zwischen dieser digitalisierten Generation, die jetzt gegen die Generation der Kultur. Das ist Kampf, das wird ein Kampf der Kulturen sein, die etablierten und die heranwachsenden Generationen. Und dieser Kampf muss entschieden werden, damit wir eine Veränderung haben werden. Das wird nicht durch kleine Verhandlungen oder durch kleine Bewegungen
Ich finde, die Protestbewegungen... Wer entscheidet es, wenn nicht wir? Der Stärkere wird das am Ende entscheiden. Entweder, das ist logischerweise die junge Generation. Das Finanzsystem würde nie sich reformieren, ohne dass dieses Finanzsystem kollabiert. Ja. Die Berliner Mauer hätte sich nicht durch Verhandlungen gebrochen, sondern die Berliner Mauer ist gefallen, auch physisch gefallen. Ich habe ein Plakat neulich gelesen. Und sie waren noch sehr stabil. Next wall to fall is Wall Street. Das stand auf die Berliner Mauer, auf Reste der Berliner Mauer. Ja. Wer kann das? Wer hat das Zeug dazu? Wir alle zusammen. Und wer hat die Alternative parat? Weil wir leben nicht in einer Welt, wo wir jetzt ein System zum Sturz bringen und dann 30 Jahre lang auf das nächste System hineinarbeiten, sondern wir brauchen eine, nicht nur das Nein, sondern die Alternative dazu. Ja, aber unsere Zeit ist um. Okay, Frau Friedrichs, meine Herren, es war interessant, Argumente zu hören, die einleuchtend sind, vielleicht auch dem einen oder anderen fragwürdig. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Ihnen zu Hause, Dank fürs Zuschauen. Sie wissen, einfach Nachtstudio googeln und schon sind Sie bei uns. Da finden Sie dann alles, was Sie für Ihre Teilhabe brauchen. Informationen zu meinen Gästen, ein Forum zum Meinung reinschreiben und vor allem die Mediathek zum nochmal reinschauen in diese Sendung. Aber bis zum nächsten Mal hat ein Dichter das letzte Wort, dessen Werk zu Recht dieses Jahr anlässlich seines 200. Todestages überall gefeiert wurde. Heinrich von Kleist sagt, wie immer lapidar und rätselhaft zugleich, ja Kind, die Zeiten, weißt du, sind entartet. Mens Remus. Thank you.